Na, wollt ihr wieder einen neuen Jongliertrick wieder üben? Und zwar wieder mit drei Bällen? Keine Sorgen, es ist ganz einfach und ist auch ganz schnell erlernbar. Und wenn ihr diesen Trick erlernen möchtet, dann liked euch dieses Video und abonniert auf den Kanal, damit ihr die weiteren Parts und Videos nichts verpassen wird. Und hoffe, dass dieses Video euch gefällt. Dieser Jongliertrick heißt Chromes. Das sieht einfach so aus. Das ganz normale Hin und Her, das nennt man Chromes. Das ist jetzt ziemlich einfach. Und zwar rechts und links werfen sich ganz zusammen. Und der mittlere Ball geht zuerst hin und die zwei Bälle gehen nach oben. Ne? Und um den Ball in der Mitte zu bekommen, nehmt ihr eine Hand, wo zwei Bälle ist. Und der Ball, wo ihr in der Mitte werfen möchtet, muss da vorne liegen, damit ihr hier zuerst ihn in der Mitte wirft und dann zusammen nach oben wirft. Das übt ihr nur ein für etwa 10 Minuten. Dann könnt ihr es auch hinkriegen. Also völlig einfach. Und ich hoffe, ihr könnt schon nach wenigen Minuten den Jongliertrick üben. So sieht er aus. Wenn ihr es schon geübt habt, könnt ihr auch noch schon den mittleren Ball auch schon irgendwo hinwerfen. Zum Beispiel rechts, links oder hier hin und her. Ja. Oder außen rum. Ja, ich habe den Schwung zu schwach gemacht oder das da. Ich hatte hier zu wenig Platz, deswegen ist es jetzt sehr schwierig, etwas hier zu machen. Das ist auch noch was. Ja, und solche Jongliertricks und Fähigkeiten gibt es auch mal bei Krumps. Ja, so ein einfaches Jongliertrick gibt es ja auch nicht. Noch einfacher ist ja viel, viel zu schwierig. Das gehört ja zu den einfachsten. Und ich hoffe, ihr habt das schon gut erlernbart, wenn ihr schon die drei Bällen könnt. Und ich hoffe, ich habe euch weitergeholfen. Das Besprechung über den Flug nach Japan Teil 2 mit Nam ist gerade in der Verarbeitung, wird gerade bearbeitet und wird so circa morgen Nachmittag eigentlich schon hochgeladen sein. Ich kann euch nur sagen, es sind schon viele neue Informationen gekommen, schon gefragt und geantwortet. Es ist jetzt schon leider bis zu 53 Minuten. Ich bin überhaupt nicht sicher, dass ich jetzt einen Untertitel machen werde. Und das Schlimmere ist auch noch dazu, dass das Gespräch von Nam und mir schon etwas leiser ist als vor 5 Wochen, weil schon der Ton vom Fernsehen viel zu laut war und auch noch ab und zu mal kleine Gespräche waren, die man nicht wirklich hören kann. Außerdem auch noch vom Topf soll noch dazu kommen. Aber ich werde mal herausfinden, wie ich mein Handy als Mikrofon noch eigentlich mal schon einstellen kann. Also es sollte auch eigentlich schon möglich sein. Und vor allem der Kommentar, die Challenge von den Abonnenten kann ziemlich herausfordernd sein. Also man kann es schaffen, aber es ist ziemlich herausfordernd. Aber die Schritte, wie wir es auftreten, habe ich schon gezeigt. Aber wie wir es machen und wie wir es auftreten und außerdem, wie wir es hinkriegen, auf der Bühne aufzutreten mit den Mitgliedern, wissen wir bis jetzt noch nicht. Also ich halte euch auf dem Laufenden. Wir hoffen mal, dass ich das schaffen werde und ich werde euch noch nicht enttäuschen. Dann schönen Abend noch.